Zombie Apocalypse. So, herzlich willkommen YouTube, da sind wir wieder hier zur schönen, ja, unsere kleine Farm. Wir haben heute dann den Dienstag, wenn ihr das dann seht, für alle anderen natürlich, wir haben dann am Donnerstag oder wann ihr das auch seht, lasst das Däumchen da, wenn euch das gefällt und wir freuen uns und natürlich Abo nicht vergessen und Glocke an. Ja, wir sind beim Händler und der Herr Unterwald steht hier und wollte mir gerade das mit dem Mähwerk hier noch zeigen. Und ja, Herr Unterwald. Ja, Mähwerk hatten wir ja abgearbeitet soweit. Ich hatte das ja vorgeschlagen mit diesem hier. Ob sie das jetzt wirklich möchten oder ob sie sagen, sie wollen vielleicht erstmal lieber kleiner anfangen. Ja. Anstatt gleich mit der großen Technik loslegen, das müssen Sie natürlich jetzt entscheiden. Nee, ich würde erstmal das Seitenmähwerk nehmen, tatsächlich. Okay. Also das Pöttinger Novacat 301 ED und dann das Seitenmähwerk noch dazu, bitte. Mhm. Auf jeden Fall. So, dann hatte ich mir, ich weiß gar nicht, was es ist. Ich bräuchte dann noch einen Wender. Ja. Und zwar den Kuhn GF 8712. Kuhn. Oh. Ja, obwohl ich gerade ja auch schon am Überlegen bin, weil der hat jetzt, was hat der denn an Arbeitsbreite? Der hat 8,7 Meter. 8,7. Oh. Ja. Ob ich nicht den. Ob ich nicht das Pöttinger Mähwerk nehme, das HIT 8.9T. Das haben wir sogar hier. Wenn Sie sich umdrehen, das steht hinter Ihnen. Das steht hinter. Ach, da hinten an dem. Was genau. Ist das? Genau. Das hier ist an das, dem, ne? An dem Lindner, genau, das ist das. Aha. Fahr mal zurück und klapp sie ihn mal aus. Ja, das wäre sehr schön. Übrigens, wenn Sie sich mal überlegen, also vielleicht mal Geld zu investieren in neue Traktortechnik, die Lintrak sind extra speziell für Steilhang gebaut. Das sieht man, die haben eine kleine, niedrige Kabine, einen tiefen Schwerpunkt und Allradlenkung. Okay. Der klappt sich nach hinten komplett und dann auf. Und das zweimal. Wow. Da haben wir schon sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Mhm. Es sieht auch sehr schön aus. Auf dem Markt, aber. Ich würde dann doch den nehmen. Das gefällt mir doch dreimal besser. Und wir haben ein bisschen mehr Arbeitsbreite dabei, ne? Ja. Mhm. Als bei dem. Wie viel hätten wir bei dem 8712? Da hatten wir 8 Meter. Ein 70. Bisschen was. Geh nochmal drauf. Das sind 8,70 Meter hat er. Genau. Okay. Deswegen. Und hier hätten wir 8,90 Meter, ja. Ne? Also knapp 9 Meter, richtig? Ja. Ja, nee, dann würde ich doch sagen, wir nehmen das. Dann sind wir da schon mal auf jeden Fall schon mal gut bestückt. Okay. Also der Pöttinger hat eine Arbeitsbreite von 8,90 Meter. Genau, richtig. Genau. Richtig, genau. Also das nehmen wir dann auf jeden Fall. Mhm. No? Okay, dann brauche ich noch ein Kuhn GA 9531. Das müsste, wenn ich mich recht entsinne, ein Schwader sein. Ein Schwader, Kuhn 9531. Kuhn 9531, ja. Das ist so, genau. Wie viele Meter hätten wir denn da? 9,3 Meter Arbeit. Was meinen Sie? Ist das für so ein Hanggebiet? Sie haben ja meinen Hof oben gesehen. Ich habe ja dahinter ziemlich viel Wiese auch, ne? Muss man ja einfach sagen. Und da es liegt dran. Also hier, kommen Sie mit, ich zeige Ihnen was. Das Gute ist schon mal, die ist etwas breiter als der Wender. Wo sind Sie denn? Hier, hallo. Ah, hier. Da. Ja. Kommen Sie mit, ich zeige Ihnen was. Und zwar. Es ist in den Bergen so eine Sache. Und zwar haben wir als schon lange im Geschäft
Leben, der hätte ich bald gesagt, wir haben den großen Vierkreisler. Ja. Das Nachteil bei dem ist, wenn du oder wenn wir in den Bergen am Fahren sind und du fährst in den Hang rein, hat der oft das Problem bei der großen Arbeitsbreite, dass der nicht das komplette Gras oder Heu zusammenschwadet. Ja. Das war meine eigene Erfahrung, verstehen. Genau, okay. Dafür haben wir dann noch zusätzlich diesen hier, den etwas schmaleren Zweikreiselschwader oder ja. den ganz kleinen. Die würde ich aber nicht empfehlen. Empfehlen kann ich die schon, um gerade die Ecken rauszuschwaden. Aber ja. das lohnt wirklich, das braucht man eigentlich wirklich nur, wenn man eben den großen Schwader hat. Wenn man einen Zweikreisel hat, funktioniert das eigentlich immer, weil die sind halt flexibler, auch wenn die eine Seite etwas höher ist als die andere. Was wir bei unserem Großen halt das Problem haben, dass sich das nicht so gut an die Unebenheiten am Boden angleicht. Ja, dann würde ich das auch einmal nehmen. Das hört sich sinnvoller an, als wenn ich jetzt so einen anderen nehme. Also dieser 3531 ist ja auch ein Zweikreisler, richtig? Ja, genau. Okay, aber würde eigentlich ja gar keinen Sinn machen wahrscheinlich, weil der ja auch ziemlich große Kreisel hat und der jetzt hier nicht, ne? Also die kleinere nehmen wir auch nur, um die Ecken bei uns rauszuschwaden, halt wo wir mit dem großen wirklich nicht reinkommen. Dann fahren wir mit dem kleinen durch die Ecken, dass wir das überziehen und dann mit dem großen drüber her, um eine Schwade zu kriegen, wo wir dann pressen können oder halt mit dem Ladewagen fahren. Ja, nee, also ich würde sagen, wir nehmen da tatsächlich mal den von Pöttinger. Okay. Ja, also das würde ich auf jeden Fall sagen. Das machen wir definitiv. Also wir nehmen den Pöttinger da auf jeden Fall und das machen wir so. Ja. Überlegen Sie sich das nochmal. Ich kann Ihnen vorschlagen, bevor Sie gleich fahren, kommen Sie mal mit. Okay. Also Sie brauchen ja sowieso einen Schlepper, um das Pferd zu versorgen. Ja. Da würde ich nämlich den Kommunalschlepper, der da vorne steht, vom Schwader mitgeben. Ja. Und dann können Sie einmal, wenn Sie wollen, bei mir mitfahren. Wir fahren dann mit dem Fendt. Ja. Der Martin ist nämlich gerade am Pressen. Ah, okay. Am Pressen? Was ja, presst der denn? Ist ja. Aber ich wollte jetzt nicht auf Toilette, ne? Also. Nee, der ist am Heuballen pressen. Ach so. Und dann fahren wir einmal hoch mit dem Schwader und dann können Sie sich das nämlich mal angucken, was ich meine, wo das Problem ist bei dem großen Schwader zum Beispiel. Ja, das können wir mal machen. Dann machen wir das gleich so. Was brauchen Sie denn noch? Ja, dann bräuchte ich eigentlich jetzt nur noch einen Sammelwagen. Auch von Pöttinger, einen Euroboss 330T. Ja. Habe ich mir ausgeguckt. Weil den. Das ist ja einer von den neueren. Haben Sie den zufällig den auch? Den haben wir nämlich hier. Ach. Ich wollte gerade sagen, ich weiß, wir haben einen. Ich wusste nur nicht, was für einen. Der ist vor wenigen Stunden eingetroffen. Ach. Also auch noch brandneu. Dann live. Ja, brandneu. Aha. Ah, das ist der? Ja, das? Der sieht tatsächlich so aus, ja. Euroboss. 330T. Ah, sehr schön, ja. Gefällt mir. Ich habe ja mal gehört, es gibt, ich weiß gar nicht von wem, es gibt dementsprechend auch so eine Art Lintrack, also sowas Kleines, wo man verschiedene Aufsätze drauf machen kann. Ist das richtig? Gucken Sie mal hier. Ah, da. Wie viel Fassungsvermögen hat der? Gerade im Konto, das kann Ihnen mein Kollege gleich mal sagen. 12.000 Liter. Ja. Also ist jetzt vom Fassungsvermögen her nicht das meiste, aber es liegt halt auch daran, dass die Fahrzeuge eigentlich wirklich für extreme Hänge sind, wo man mit dem Ladewagen einfach nicht fahren kann. Alle sperren. Genau. Der krabbelt überall hoch. Okay. Naja, nee, aber ich würde doch tatsächlich eher den 330er nehmen. Erst kommt ja auch darauf an, welche Felder Sie haben. Ne? Ja, momentan habe ich ja nur rund um meinem Hof die Felder. Entschuldigung, ich wollte Ihnen nicht den Weg stehen, Herr Obermeier. Alles.
Ja, und wird tatsächlich doch da den 330er nehmen, den Euroboss. Mhm. Ja. Dann sagen Sie mir doch mal, was wird denn der ganze Spaß kosten jetzt? Da müssen wir, glaube ich, erstmal in die Buchhaltung geben und. Okay, dann machen wir das doch so. Sagen Sie mir, schicken Sie mir die Rechnung und sagen Sie mir Bescheid, wenn die Sachen da sind. Aber ich würde mir trotzdem das gerne nochmal mit dem Pressen angucken. Auch, ja, auch wenn ich Angst habe, dass er da doch auf Toilette sitzt. aber das würde ich mir ganz gerne mal anschauen. Ja, dann kommen Sie mal mit. Genau. Wir haben ja den großen Vorteil, dass bei dem schönen Fendt ist der Beifahrersitz, der funktioniert. Ah, okay. Da kann ich sie. Was ist das für einer? Ah, ein 724? Genau. Okay. Das ist noch Mittelklasse, aber das ist der größte Mittelklasse, den Fendt noch so anbietet. Oh, ich gehe mal an die Seite. Moment. Dass sie besser umparken können. Ja, alles gut. Ja, ich möchte ja nicht im Weg stehen, ne? Oh, wo ist er? Ach, da. Ja, da kommt er aber auch angeschossen, ne? Alle fleißig hier. So, dann steigen sie ein. Okay. Hängen wir den Spader an. Jawohl. Hoppala, knapp daneben ist doch vorbei. Sie machen das aber nicht das erste Mal, ne? Natürlich nicht. So. Ja, man muss ja mal fragen, ne? Ja. Okay, und jetzt geht's zur Wiese. Genau. Fahren wir hier einmal rum. Da vorne fährt der Sepp. Ach, der steht ja auch schon auf der Straße. Jetzt sind sie einmal im Kreis gefahren. Ja, ich kann da mal weiter einsammeln, ne? Ja. Wie geht's da an? Wenn was ist, ich lasse Funk an, dass ich höre, wenn du was hast, gleich. So, hier, da vorne fährt er. Ah. Der Fleißige. Ach, und das meinen Sie mit Ballen, mit Pressen? Ja, genau. Ah, ja, okay. Ja. Genau. So, und hier ist halt, die großen Schwader sind halt wirklich gut für viel Fläche zu machen. Ja. Aber wenn die Unebenheiten in der Wiese dann zu groß werden, dann funktioniert das mit dem Ausgleich nicht mehr. Deswegen ist groß, ist zwar generell immer gut, aber nicht immer sinnvoll. so würde ich es jetzt ausdrücken. Okay. Also meinen Sie, ich habe doch mit dem Schwader doch eine gute Wahl getroffen? Ja, auf alle Fälle. Aber der Fendt ist natürlich auch schon sehr gut ausgestattet, nicht wahr? Ja, der hat Vollausstattung. Okay. So, wenn wir jetzt hier gucken, links neben ihm, sehen Sie, dass da schon wieder was liegen geblieben ist. Ja. Das kleine Stück, was der Schwader nicht mitgekriegt hat, da ist hier nach unten und also nach rechts abfallend und nach vorne ansteigend ist. Und dann kriegt der Schwader das nicht hin, bei der großen Arbeitsbreite das ganze Material aufzunehmen. Okay. Deswegen haben wir noch die kleinen Schwader, womit wir dann an diesen Stellen nochmal mit den kleinen Schwadern ranfahren und das nochmal auf die Schwarte mit dranlegen, damit wir es dann ordentlich wegpressen bzw. mit dem Ladewagen sammeln können. Ja, nee, okay. Nee, aber ich würde tatsächlich doch das Pöttinger nehmen, das kleinere, weil das macht mir einfach mehr Sinn hier. Ja, das ist auf alle Fälle, das ist auch so. Und wir haben ja hier einen Vorteil, das, was Sie auch noch dann noch kennenlernen werden, da wir hier wirklich abgeschieden von allen Stress sind, was man so in einer Großstadt hat, kommt das auch gar nicht so auf die Geschwindigkeit unbedingt an. Man kann auch, ja, wenn das Wetter es zulässt, hier ruhig ein paar Tage mehr damit verbringen, seinen
Gras oder sein Strohheu einzusammeln und. Sie haben ja aber auch eine Fläche, das ist ja der Wahnsinn, ne? Ja, ich sehe, also es ist. Hier gibt es nicht viel, außer Ruhe und große Wiesen. Hm. Ja. Wo kann ich denn ein Feld kaufen, wenn ich eins haben möchte? Generell fragen, was frei ist und so weiter, können sie bei uns. Also wir kennen uns hier ja wohl schon ziemlich gut aus. Ja. Die genauen Kaufabsichten und so weiter müssen sie bei der Bezirksregierung machen. Die machen das alles mit dem, ja, okay. Mit dem Notar, dass das dann auch alles eingetragen wird, grundbuchtechnisch, dass sie da auch der Inhaber von den Flächen sind und so weiter. Mhm. Ja, sehr schön. Sie können ja auch einfach rumfahren. Der Sepp hat ihnen ja eine Karte gegeben, wo sie angekommen sind. Wo auch die ganzen Marker drauf sind. Was mit den Feldflächen, wonach die benannt sind, dass man beim Kauf dann auch angeben kann, ich möchte Feld 23 haben. Und dann heißt es auf einmal, hör, wieso 23? Sie haben aber 58 gekauft. Aber das wollte man gar nicht haben, damit das eben vermeiden werden kann. Es ist halt alles. Okay. Genau durchgemarkert. Ja, das ist schön. Das ist sehr schön. Okay. Ja, das freut mich. Jetzt muss ich natürlich gucken, was mache ich jetzt, weil ich brauche ja jetzt auf jeden Fall was mit Frontlader, dass ich Friede versorgen kann, ne? Genau. Deswegen würde ich Ihnen eben unseren Kommunalschlepper mitgeben, den wir unten stehen haben. Ja. Da ist ein Industrielader dran. Das hört sich gut an. Wir haben dafür alles da, den würde ich Ihnen übergangsweise mitgeben, solange bis wir die anderen Fahrzeuge fertig haben. Ja, das finde ich gut. Das können wir machen. Ja, auf jeden Fall. Ich bin gerade am Gucken, schon wegen Feldern oder so, was man mal machen, was ich machen kann. Und aber da werde ich nochmal dann auf Sie zukommen und vielleicht nochmal fragen. Ansonsten werde ich das mit der Bezirksregierung dann mal klären. Genau, wie gesagt, da müssen sie sich dran wenden und die verwalten das alles hier. Okay. Da wir ja hier keine eigene Gemeindeverwaltung mehr haben. Ja. Aufgrund der mangelnden Versorgung hier, würde ich es jetzt nicht nennen, aber es ist halt einfach zu klein dafür, dass es sich hier lohnt, extra eine Verwaltung niederzulassen, und deswegen läuft das alles von der. Mhm. Nee, verstehe ich. Um Gottes Willen. Nee, alles richtig. Halt mit. Ja. Gut, dann bringe ich sie mal wieder zurück. Dann haben sie es ja hier soweit gesehen. Dann machen wir nochmal den Schlepper für sie fertig. Das wäre super. Dann kann ich auch ein bisschen loslegen. Was ist. Genau. Ich sehe gerade, was ist das denn für ein Gebäude, was da vorne steht? Da oben. Ja, ich habe da hinten gerade so ein ganz großes Gebäude gesehen, auch als ich reingekommen bin hier in den Bezirk. Was für ein ganz großes Gebäude? Hinten rechts ist eine Kirche. Nee, gegenüber da so vom Bahnhof ist das. Kennen Sie das? Gegenüber vom Bahnhof. Ja, da steht so ein ganz großes Gebäude oben auf dem Berg. Da führt eine Straße hoch. Und ich habe das vorhin schon gesehen, auch vom da, wo sie mich abgeholt haben. Habe ich das mitgekriegt? Nee, er meinte wahrscheinlich das Hotel oben. Ach, das ist ein Hotel. Ach, das ist ein Hotel? Ja. Haben Sie so viel Touristik hier? Das große Gebäude mit den zwei Türmen, ne, meinen Sie, oder? Ja, genau, das große Gebäude mit den zwei Türmen, was man von hier aus sieht, genau. Großer Hotelkomplex. Ah, okay. Also hier war mal ziemlich viel Touristik, oder? Oh, die haben da auch Kurdings auch da. Ach, und die haben ja auch da oben ist eine Seilbahn, also Skigebiet haben wir auch hier, okay. Genau, da müssen Sie sich auch dran gewöhnen, hier gibt es öfters mal richtig viel Schnee. Ja gut, an Schnee mag ich ja, deswegen bin ich ja auch hierher gezogen, um einfach da auch dementsprechend mich so ein bisschen mal dem Großstadtalltag zu entfleuchen. Ne? Das kann man hier auf alle Fälle sehr gut. Ja, also Großstadt habe ich in letzter Zeit genug gehabt, da habe ich aber auch jetzt die Schnute voll.
So, Herr Sonnenbichler, dann steigen Sie mal ein. Ja, der ist, den kriege ich mit. Ja, genau, den wow. das ist der größte Rigi-Truck mit 150 PS Industrielader. Wie heißt der? Das ist ein Rigi-Truck. Okay. Das ist auch ein, ein Kommunalschlepper mit Allradlenkung. Werden Sie sehen, wenn Sie über Huckel fahren, der ist getrennt aufgehangen. Also der Motor ist gelagert vom Fahrzeug. Also wenn Sie schief fahren, dann bleibt die Kabine gerade und der vordere Anbaubock dreht sich komplett mit der Straße zum Beispiel. Ja, okay. Ich habe mal eine Frage. Ja. So ganz blöd. Weil ich muss ja noch ein bisschen was machen und haben Sie denn eine Ballengabel oder eine Strohgabel, dass ich das Stroh dann da jetzt reinfahren kann? Ja, haben wir im Regal. Sepp, Funk, Sepp, hallo? Ja. Ich höre es. Strohgabel im Regal? Die müsste wieder im Regal sein. Die hatten wir ja vorhin dran. Wollen Sie mir die dann einmal dran machen? Nehmen Sie mal den Schlepper mit, fahren Sie mir hinterher. Dann können Sie ihn gleich schon mal ein bisschen kennenlernen. Das ist eine gute Idee. Ach, guck mal, der Marv ist auch schon wieder fertig. Er kommt schon mit der Presse wieder um die Ecke. Jo. So, und zwar brauchen Sie dann die Gabel. Wo ist sie denn? Palettengabel? Ballengabel? Wo steht die denn, Sepp? Die Ballengabel? Was meinst du denn? Ach, jetzt weiß ich was. Ja. Ich meinte die Dunkgabel, womit man auch das Stroh aufladen kann. Wo steht die denn? Oder bin ich jetzt blind? Hat er denn loses Stroh da? Ja, habe ich. Von unseren Ballen. Moment. Und könnte ich wohl, wenn ja, die ist ja alleine, die Elfriede, ne? So viel Stroh werde ich ja nicht brauchen. Und das ist ja schon eine Menge Stroh, was da liegt. Vielleicht Ladewagen mir einmal ausleihen, um das dann ins Silo vielleicht zu kippen. Ja, natürlich. Wenn Sie sowieso nach oben fahren, nehmen Sie doch Ihren Pött, den Euroboss schon mit. Den haben wir ja hier. Ja. Den können Sie eigentlich schon direkt mitnehmen. Okay, dann hole ich den schon mal. Ah, da. Der Sepp hat sie gefunden. Hier, Herr Sonnenbichler. Einmal. Wow. Ja, stell mal einfach hier hin. Genau, das passt schon. Ja. Dann können wir die hier anhängen. Fahren Sie hier einmal ran an die. Ja, Moment. Ich muss erstmal die Entwicklung machen. Ja. Jawohl. Vielen Dank. Ist bei dem Rigi auch elektronisch. Moment. Also Sie brauchen dann nur ranfahren. Danke. Und dann einmal auf der Seitenkonsole die Verriegelung drücken für den Industrielader und dann verriegelt er die automatisch. Jawohl. So, dann kommen Sie mit. Dann hängen wir nochmal gleich den Ladewagen für Sie mit an. Also, ich muss ja sagen, der, wie heißt der, Rigi-Truck? Mhm. Der fährt sich mal nicht schlecht. Also, es ist ja auch ein Neufahrzeug, ne? Das ist ein ganz neues Messemodell. Den haben wir gekriegt als Vorführmaschine. So, passt das so? Ja, sehr gut. Wunderbar. Okay. Ja, dann vielen Dank erstmal. Und ja. Sie melden sich, liefern Sie oder was machen Sie? Wie machen wir das? Wir melden uns, wir machen den Fendt und alles soweit fertig und dann melden wir uns telefonisch und dann gucken wir mal, wie wir die ganzen Sachen zu Ihnen kriegen und ob Sie dann unseren Rigi-Truck dann wieder mit runterbringen und von Ihnen Ihren Güldner mit Ihrem Anbaugerät mit hochnehmen oder den Fendt. Ja, das können wir natürlich machen. Das ist gar kein Thema. Kriegen wir schon alles. Ja. Nach oben. Super. Dann bedanke ich mich. Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Danke, gleichfalls. Ja, und ich werde mich da mal an die Arbeit machen. Und euch allen da draußen, habt einen schönen Mittwoch. Dienstag? Dienstag. Am Mittwoch gibt es dann wieder die neue Folge. Um wie viel Uhr? 18. Ich würde sagen, wir machen es um 18 Uhr. Ja, 18 Uhr gibt es dann ab sofort die neuen Folgen. Jeden Tag eine. Wir wünschen euch ganz viel Spaß damit. Und wie gesagt, Daumen hoch, Glocke an, damit ihr keine Folge verpasst. Es wird bestimmt noch lustig. Ich freue mich und ja, würde sagen, bis dahin. Tüdelü, tschüss, guys. Tschüss. Tschüss.